Das hat praktische und historische Gründe. Es gibt nämlich zwei Richtlinien. Eine Richtlinie für die Opfer extremistischer Übergriffe und eine andere Richtlinie für die Opfer terroristischer Straftaten. Die Richtlinie für die Opfer terroristischer Straftaten wurde 2002 erlassen, nach dem Anschlag in Djerba, Tunesien. Damals war es nicht möglich, den Betroffenen eine Opferentschädigung nach dem Opferentschädigungsgesetz zu gewähren, und darum konnten wir nur durch die Richtlinie helfen. Inzwischen ist allerdings diese Lücke im Opferentschädigungsgesetz geschlossen. Nun, um es vorweg zu sagen, wir helfen natürlich auch dann, wenn das falsche Formular verwendet wird. Dann füllen wir gemeinsam mit der antragstellenden Person das richtige Formular aus. In der Praxis würde ich es wie folgt abgrenzen. Wenn der Vorfall in Deutschland passiert ist, empfiehlt es sich, Hilfeleistung für die Opfer extremistischer Übergriffe zu beantragen. Denn die Voraussetzungen für einen extremistischen Übergriff sind einfacher als die Voraussetzungen für eine terroristische Straftat. Wenn man Härteleistung für einen extremistischen Übergriff beantragt, braucht man nicht eigens nachzuweisen, dass die Tat einen terroristischen Hintergrund hat. Es gibt drei wichtige Fälle, in denen Härteleistungen nicht gewährt werden können. Zunächst habe ich bereits erwähnt, dass es keine Härteleistung für bloße Sachschäden gibt. Der zweite Punkt ist, dass immer eine hohe Wahrscheinlichkeit für den extremistischen Hintergrund des Übergriffs bestehen muss. Es reicht also nicht aus, dass eine Körperverletzung oder eine Beleidigung vorliegt, sondern es muss in diesem Zusammenhang auch klar sein, dass der Vorfall den extremistischen Hintergrund hatte. Beispielsweise müsste etwa eine ausländerfeindliche Beleidigung ausgesprochen worden sein, oder es müssten entsprechende Täter sein, die vielleicht aus der rechtsextremen Szene kommen. Solche Dinge kann man in der Regel anhand des Polizeiberichts oder, wenn etwa ein strafrechtliches Urteil vorliegt, anhand des strafrechtlichen Urteils nachweisen. Der dritte Punkt, die dritte Einschränkung ist dann, dass die Richtlinien erst 1999 bzw. 2002 in Kraft getreten sind. Vorfälle, die vor dem Inkrafttreten der Richtlinie passiert sind, da kann es nur in ganz großen Ausnahmefällen Härteleistung geben. Das Programm muss vor allen Dingen die Opfer erreichen, und natürlich wünsche ich, dass niemand Opfer eines extremistischen Übergriffs oder einer terroristischen Straftat wird. Wenn es dann aber doch passiert, dann müssen diejenigen das Problem kennen, die sich um das Opfer kümmern. Polizei, Staatsanwaltschaft, die Opferschutzeinrichtungen. Gerade über die Opferschutzeinrichtungen erhalten wir sehr viele Anträge. Wir weisen Polizeibehörden, Staatsanwaltschaften und auch Opferschutzeinrichtungen jährlich immer wieder auf die Leistungen hin, die bei uns erbracht werden können. Ich möchte auch nochmals für die Möglichkeit danken, unsere Arbeit hier vorstellen zu können. Übrigens hört unsere Arbeit auch nicht beim Opfer auf. Wir wenden uns nach der Tat auch an den Täter und nehmen ihn in Regress. Wer nicht freiwillig zahlt, gegen den wird vollstreckt. In Richtung auf mögliche Täter möchte ich hier und heute eine klare Botschaft aussenden. Überlegen Sie sich, was Sie tun oder besser nicht tun, denn Sie werden für jeden Schaden bezahlen müssen.